Geht ab, liebe Fitnessfreunde, und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich bin hier gerade auf dem Balkon bei schönem Wetter, am Arbeiten, am Checken, heute richtig aufgeregt gewesen, echt ja, so nervös geschlafen, weil noch früh aufgestanden, jetzt 8 Uhr. Gestern Abend ist nämlich das Magazin rausgekommen und ich wollte unbedingt checken, wie das so ankommt und so, und ich bin echt begeistert. Ich danke euch vielmals für das ganze positive Feedback, und es wurde auch schon zigtausend Mal aufgerufen, und das ist wirklich krass, das ist richtig krass. Ich werde jetzt noch ein bisschen arbeiten und ja, ein bisschen vloggen mal wieder. Natürlich, es geht immer weiter, egal was passiert, es geht immer weiter. Ich mache weiter das, was mir Spaß macht. Ich mache weiter das, was ihr sehen wollt. Und das ist das, was ich liebe. Zum Frühstück habe ich hier 150 ml Reismilch mit so knusprigen Schoko Cornflakes aus Dinkel, 100% Dinkel mit Kakao ist das. Ja, dann geht es ja nicht 100%. Also fast 100%, also sie bestehen aus Dinkel, fast 100% mit ein bisschen Kakaozusatz, dass sie halt schokoladig sind, aber fast gar nicht süß, weil für die Süße habe ich hier Datteln, 50 Gramm und 10 Gramm Mandeln noch obendrauf. Freunde, jetzt geht's zum Training und ich habe eine richtig geile Playlist für euch. Die müsst ihr euch reinziehen, die geht 3,5 Stunden, feinste EDM. Und zwar müsst ihr bei YouTube einfach EDM, glaube ich, eingeben. Electro House Festival Mix 2016, Party EDM Mix. Bockt auf jeden Fall so vorm Training, beim Training, vor der Party und so. Richtig geil. Durch den Drop rein, ey. Richtig krass. Einer der besten Drops, den es aktuell gibt. Boom! So, Training ist durch. Ich habe auch nicht viel aufgenommen. Ich war ja wieder alleine, habe die Kamera ab und zu hingestellt und einfach drauf los trainiert. Ja, ich habe auch nicht viel gemacht. Oberkörper war heute dran. Bankdrücken mit Kurzhanteln. Latzug mit engem Griff nach hinten gelehnt. Also praktisch Latzug gemischt mit Rudern. Dann hatte ich Seitheben, aber da hat die Kamera aufgehört aufzunehmen. Dann hatte ich noch eine Latübung, die mir sehr gut gefällt, an dieser Hammer Strength Maschine. Das heißt übrigens für alle, die es falsch sagen, Hammer Strength, wie Stärke, und nicht Hammer Strange, wie komischer Hammer oder so. Und dann habe ich noch oben, das habe ich nicht aufgenommen, für die Rotatorenmanschette und für die hinteren Schultern noch am Kabelzug ein bisschen trainiert, und zum Schluss noch eine Brustpresse gemacht. Ja, so, jetzt fahre ich nach Hause. Und dann fahre ich kurz zu Tapia. Ach ja, und falls ihr euch wundert, warum ich in einem Smart sitze, ich fahre hier mit einem Car to Go. Ja, das ist in Hamburg so ein
so ein Fahrzeugleihservice sozusagen. Also die Dinger stehen überall rum, ich habe so eine Karte, dann kann ich halt damit fahren. Das kostet so 20, 30 Cent pro Minute oder so. Also ein Smart würde ich persönlich mir nicht unbedingt holen. Das Ding ist zu klein. Warum macht man Autos mit zwei Sitzen? Verstehe ich nicht. So, wenn ich mit Kollegen fahren will, Banane. Hallo Naki Boy. Oh, wie geht's? Er spannt an direkt. Wenn er merkt, die Kamera geht an, direkt. Er spannt den ganzen. Da muss den Bauch anziehen. Bauch eingezogen, kompletter Körper angespannt. Oh, jetzt. Vakuum. Ja, scheiße. Ja. Hm, du meintest ja Calorie Free Fanta. Stimmt. Das schmeckt wie Fanta, ohne Kalorien. Ich würde schon fast sagen, Protein. Ach so. Guck mal auf sein Monster-Video. Du hattest richtig krasse Monster am Start, habe ich gesehen, ja, oder? Monster, die haben wir von guten, also von treuen Zuschauern bekommen. Vier Stück aus Amerika. Also einer sogar mit Proteins und die anderen waren einfach nur Special Geschmack, nichts Besonderes. Richtig krass, aber er hat mir gerade das Video gezeigt. Da gibt es einen braunen Monster, ja, mit Whey, also ein Whey-Monster. Richtig krass. Wenn 25 Gramm, ja. Wenn ihr das sehen wollt, er hat die getestet mit Arne. Der schmeckt auch gut. Tapio hat mir gerade ein neues Programm zum Videos bearbeiten und Videos schneiden auf meinen PC geladen. Und zwar versuche ich mich mal an Final Cut. Das ist ein Videoschnittprogramm, was hauptsächlich für Mac entwickelt wurde. Und davor hatte ich Premiere Pro. Ich versuche mal, das soll ein bisschen einfacher sein. Mal schauen, was mir besser gefällt. Also dieses Video versuche ich schon mit Final Cut zu schneiden. Könnt ihr reinschreiben, ob es irgendwie irgendwelche Qualitätsunterschiede gab oder irgendwelche Dinge, die nicht so geklappt haben oder so. Mal gucken. Mein erstes Video damit. Ich schau mal. Ich will einfach nur möglichst effizient arbeiten. Zum Mittagessen mache ich mir so eine Falafelbox. Also das ist einfach nur Kichererbsenmehl. Da mache ich ein bisschen Kochen. Also das kommt hier rein. Und dann kommt kochendes Wasser rein ein bisschen, dann muss man das so aufquellen lassen, dass das Mehl sozusagen ins Wasser einzieht und ein bisschen fest wird, damit man daraus Falafel oder Frikadellen formen kann. Ich mache die immer ein bisschen flacher und so frikadellenmäßig, damit ich die nur wenden muss. Dann brate ich die mit Kokosöl an, hier übrigens in den Tagen, wo es so richtig heiß ist, dann schmelzt das, also Kokosfett ist ja bei Zimmertemperatur fest, aber wenn es so heiß ist, wird es halt flüssig. Und dann mache ich mir Spinat dazu, ganz normal 260 Gramm Blattspinat, kein Rahmspinat oder so, und Kartoffeln. Ich denke mal, ich werde mir Kartoffeln machen, vielleicht noch ein bisschen Zwiebeln in den Spinat und ein bisschen Würze, damit er halt besser schmeckt. Oh, ich habe so eine Allergie, ne? Ich hoffe, das geht bald weg. Ja, genau. Und, oh, mir ist gerade was vom Kopf gefallen. Das werde ich mir machen. Und das ist nichts Spezielles. Jetzt mache ich mal ein kleines Kochvideo draus. Aber eigentlich ist es alles hier selbsterklärend. Und danach mache ich mich ans Schneiden. Viel Spaß bei diesem, ach so, sorry. Nicht da in den Monitor gucken. Den Monitor muss ich eigentlich umklappen, damit ich hier in die Linse bzw. euch in die Augen schaue. Viel Spaß beim Kochvideo und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.